Wenn du aktuell auf dein Leben blickst, wo du aktuell gerade stehst, mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst, die Kleidung, die du trägst, die Freunde, die um dich herum sind, dann würde ich sagen, das ist kein Zufall, dass du da gelandet bist, sondern dort, wo du heute bist, das ist einfach nur die Konsequenz von allen Entscheidungen, die du bisher in deinem Leben, manche von denen bewusst und manche eventuell auch unbewusst getroffen hast. Das heißt, der Ausgangspunkt für mich ist derjenige, dass jeder Mensch im Leben Entscheidungen treffen muss. Und nehmen wir an, wir haben ein Ziel vor Augen. Du weißt eigentlich, was du so gerne willst. Du weißt, wohin du willst. Jetzt ist es wichtig, damit diese Vision wahr wird, damit wir auch am Ziel ankommen, ist es jetzt wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber das sind sozusagen 5 Geisteszustände, nenne ich die mal. 5 mentale Zustände, die es sehr, sehr schwierig machen, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn du dich zu einfach durch deine positiven Emotionen leiten lässt, bedeutet, das erste Hindernis ist manchmal auch ausgedrückt als Begierde. Du legst sozusagen zu viel Augenmerk auf die Begierde deiner Augen, auf die Begierden der Nase, der Zunge, der Ohren, des Gefühls. Das heißt, du gibst dich zu sehr all diesen Dingen in der Welt hin, die deinen Augen schmeicheln, die deinen Ohren schmeicheln, die deinem Geschmack schmeicheln. Und da auch nochmal zu sagen, es geht nicht um schlecht. Es geht auch nicht um falsch. Es geht nur darum, sie hindern dich. Wenn dein Ziel ist, du willst jetzt zielstrebig irgendwo ankommen, dann kann man da sehr wohl sagen, was ist dafür jetzt hinderlich und was ist dafür jetzt hilfreich. Und wenn du dich eben zu stark von deinen positiven Emotionen ablenken lässt, leiten lässt, irreführen lässt, dann ist das eben zu verhindern. Und das bedeutet in dem Fall, lerne dir selbst einfach darüber bewusst zu werden, was ist es eigentlich aktuell in der Welt, was dich einfach ablenkt? Was ist es, was gefällt dir? Wo guckst du gerne hin? Lern dich in diesen Bereichen einfach mal kennen, was du eigentlich magst, sozusagen. Was sind die Dinge, die eben diese positiven Emotionen in dir hervorrufen? Das ist zum Beispiel sehr, sehr einfach. Das Training im Kung-Fu-Bereich macht keinen Spaß. Da gibt es eben einfach Bereiche und es gibt auch Tage, da hast du keine Lust, weil einfach dein Körper schon komplett übersäuert ist, es schmerzt bereits alles, alles ist schon grün und blau und dann musst du trotzdem aufstehen und das Training machen. Und dann bekommst du eben da einen Telefonanruf, wo vielleicht dein bester Freund dir sagt, lass doch das Training ausfallen, wir gehen heute Abend mal raus. Und das ist natürlich direkt etwas, wo du merkst, okay, jetzt heute Abend mal rauszugehen, irgendwas Schönes essen zu gehen, irgendwo Musik zu hören, das ist auf jeden Fall attraktiver, als beim Training schon wieder zu schwitzen, wo du eh keine Lust drauf hast. Das heißt, was da stattfindet, ist auf jeden Fall bei dir, dass du eben diese Abwägung triffst, das eine gefällt mir aktuell gerade mehr als das andere. Und das ist ein ganz, ganz simples, praktisches Beispiel, dass du bereits in diesem erkennst, ja, der einzige Grund, warum dir das Essen, das Ausgehen mehr Positives zu geben scheint. Das liegt aber einfach nur daran, weil du eben noch in einer Ansicht auf die Dinge schaust, wo du trennst zwischen positiv und negativ. Aber um ein Ziel zu erreichen, ist dieses Positiv und Negativ nicht ausschlaggebend. Und da landen wir eben genau schon bei dem zweiten Punkt. Was ist also dein zweites Hindernis? Das sind alle Zustände, die jetzt nicht durch
positive Emotionen geprägt sind, sondern das sind all jene Situationen, die negative Gefühlszustände in dir hervorbringen. Das heißt, entgegen des ersten Hindernisses geht es jetzt genau um die andere Seite. Das heißt, wenn du grundsätzlich da eine ganz lange Liste hast von mag ich nicht, will ich nicht, gefällt mir nicht, je mehr du davon hast, desto schwieriger wird es, dass du konsequent einfach deinen Weg gehst. Die Sache ist einfach die, dass man eben diese Sachen, die dir nicht gefallen, wenn sie in deiner Hand liegen würden und du könntest sie ändern, wäre es ja kein Problem. Aber oftmals, die Dinge, die dich stören, die liegen nicht in deinen Händen in dem Sinne. Das sind äußere Einflüsse und auf die wirst du im Laufe des Lebens auf jeden Fall treffen. Das heißt, es ist komplett irrelevant, wie innerlich du jetzt dazu stehst. Du wirst immer etwas finden, wo du sagen würdest, das gefällt mir nicht. Es sei denn, du versuchst eine alternative Sichtweise einzunehmen, die das für dich okay erscheinen lässt. Du versuchst also eine Perspektive, eine Sichtweise einzunehmen, mit der es für dich in Ordnung ist. Egal auf was du draußen in der Welt eben triffst, das ist okay für dich. Das ist ja sehr einfach ausgedrückt, aber letztendlich ist das genau die Art und Weise, wie wir auch im Training uns entwickeln. Ja? Es geht darum, klare, deutliche Entscheidungen zu treffen. Beispiel: Du läufst entlang der Straße und vielleicht sitzt da gerade ein Bettler auf der Straße. Jetzt könntest du da sagen, das gefällt dir nicht und du gehst aber in Gleichgültigkeit gleichermaßen über. Gleichgültigkeit bedeutet aber dann auch, du würdest also an der Situation, auch wenn du es könntest, eventuell nichts ändern. Gleichmut wäre für mich einfach als Beispiel, du siehst das zwar, hast zwar nicht die Wertung von das ist gut, das ist schlecht, das gefällt mir nicht, aber da ist trotzdem etwas, wo du spürst, dass da trotzdem so ein Mensch gerade sitzt, dem geht es vielleicht nicht so gut wie dir. Du hast die Möglichkeit, zumindest für den aktuellen Moment, da ein bisschen deinen Beitrag zu leisten, dass du also den Zustand dieses Menschen, das Gemüt dieses Menschen anheben könntest. Und deswegen tust du es. Der nächste Punkt auf der 5-Hindernisliste wäre dann Trägheit. Trägheit oder manchmal auch sozusagen die Müdigkeit des Geistes. Keine Energie vorhanden. Das ist einfach der Fall. Du hast ein Ziel vor Augen, weißt eigentlich, dass du gehen müsstest, aber da ist diese Trägheit vorhanden, aus dem erstmal rauszukommen, diese Schwere von dir überhaupt erstmal wieder ins Rollen zu bringen. Und dieses Trägheitsgefühl, das Gefühl, wenn so der Kopf sozusagen dicht ist, wenn da ganz viel Nebel vorhanden ist, das ist eben auch eines der Hindernisse, dass obwohl du dir ein Ziel gesetzt hast, dass du es einfach nicht umsetzen wirst, weil dir dieser Antrieb fehlt. Dir fehlt der Antrieb, dir fehlt die Energie, dir fehlt das Feuer, um diese Idee, dein Ziel in die Tat umzusetzen. Das heißt, dieser Geisteszustand von Müdigkeit in übertragenem Sinne, je mehr, ja manchmal bezeichnet man das auch als, das ist so ein Gefängnis. Du fühlst dich so, als wäre dein Geist innerhalb eines Gefängnisses. Ja, du kommst da einfach nicht raus. Eine Ausprägung davon ist ganz einfach, wenn es dann irgendwann anfängt, so in eine Depression zu verfallen, dann ist es nicht nur der Geist, der anfängt, sich so zu fühlen, als wäre in einem Gefängnis, sondern du spürst dann ja auch selbst, wie du immer weniger und weniger deinen Körper da raus in die Welt bringen willst. Das heißt, du verschließt dich geistig, du verschließt dich emotional, du verschließt deinen Körper. Das heißt, das sind alles Ausprägungen, die werden immer, immer schlimmer und schlimmer, wenn du da keine Alternative findest und keinen Ausweg findest, da die Energie wieder in den Körper zu bekommen. Nummer 4, jetzt ist es nicht mehr die Trägheit, die das Problem ist. Jetzt ist es die Überaktivität.
die Überaktivität des Geistes oder manchmal beschreiben wir das eben auch als die Rastlosigkeit, ja, Restlessness. Und manchmal hat eben die buddhistische Lehre einfach sehr, sehr viele schöne Bilder, womit das so ein bisschen dargestellt wird. Und dieses Restlessness ist eben wie so der Affe, die Affengedanken, der Affengeist, ja, the monkey mind. Das nennt sich deswegen Monkey Mind, weil wir eben da uns das so ein bisschen vorstellen, da ist so ein Affe, der springt eben immer von einem Ast auf den anderen, weil der einfach keine Ruhe findet. Und dadurch, dass aber die Gedanken eben immer springen, von der Vergangenheit in die Gegenwart, von der Gegenwart in die Zukunft, von der Zukunft wieder zurück in die Vergangenheit. Wozu sorgt das Ganze? Dass du dich nicht auf eine Sache konzentrieren kannst. Und damit du aber etwas aufbauen kannst, damit du eben deinem Ziel entgegenlaufen kannst, musst du aber eben mal eine Sache konsequent machen und dich nicht durch tausend Dinge ablenken lassen. Und deswegen ist es eben so wichtig zu erkennen, wie ausgeprägt ist der Affe eigentlich in dir. Also wie aktiv ist der da oben eigentlich? Das ist so ein bisschen diese Grundidee, wo wir sagen, das ist diese Rastlosigkeit. Das heißt, beobachte einfach mal während des Alltages, kannst du dich hinsetzen und einfach halt wirklich nur mal sitzen. Oder setzt du dich hin und dann kommen die Gedanken eben wieder, ja, was musst du noch erledigen? Was musst du heute noch einkaufen? Wen könntest du jetzt anrufen? Was ist eigentlich auf Facebook gerade wieder los? Gibt es ja tausend Beispiele einfach dafür. Die Hauptidee ist einfach zu lernen, auch diese Rastlosigkeit überhaupt erstmal an dir selbst wahrzunehmen. Das letzte eben dieser fünf Hindernisse ist sozusagen, wenn du die ganze Zeit zu viel zweifelst, wenn du statt Taten sprechen zu lassen, zu viel damit beschäftigt bist, auf Meinungen zu hören, kein Selbstvertrauen hast, deinen Zweifel zu viel Raum sozusagen gibst. Deswegen ist dieser fünfte Punkt, dieses fünfte mentale Hindernis, wird oftmals bezeichnet als Zweifel. Das heißt, du bist einfach zu sehr mit dem Theoretisieren, mit dem Abwägen von etwas verbunden, ohne dass da einfach mal der erste Schritt gemacht wird. Selbstverständlich sollte man nicht blind in eine Sache reinrennen, ohne vorher sich genau ausgemalt zu haben oder zumindest ein bisschen analysiert zu haben, was könnte da auf mich zukommen. Aber sehr viele von diesen Entscheidungen, sehr viele von den Entscheidungen, die wir Menschen heutzutage treffen müssen, da geht es nicht um Leben oder Tod. Und da ist es manchmal einfach besser, einfach mal den Weg ein paar Schritte zu gehen. Und danach ist man auf jeden Fall weiser als davor, ohne irgendwelche Schritte gegangen zu sein, weil man zu stark einfach mit den Zweiflern verbracht hat.